Juhu, willkommen zurück zu Let's Zock Dawn of Man. Ja, ich habe seit einer Weile nicht mehr aufgenommen, weil etwas zu viel zu tun war. Und möchte nun hoffen, dass wir die nächsten paar Jahre in-game ganz gut überstehen. Machst du, du zerlegst noch einen Ochsen, das ist sehr gut von dir. Wir haben gerade Anfang Winter. Tja, Winter. Und ich möchte eigentlich weiter diesen Ausbau hier vorantreiben. Nämlich, dass man dann errichte Ofen mal 4, okay? Nämlich, dass man dann am liebsten hier diese Mauer so abschließt. Aber da bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie schnell oder nicht schnell dies dann erfolgen kann. So, man kann sagen, dass verstärkte Türme bitte auf hohe Priorität gehen soll. Und ein paar Mauern. Aber kann ich die Mauer schon so durchziehen? Achso. Okay, also hier kann man ganz gut sehen, wenn ich die Mauer schräg ziehen will und durch das Feld durch, dann wird mir das blockiert. Das ist sehr schön. Das heißt, ich könnte theoretisch safe die Mauer weiter vorziehen. Das ist ja sehr interessant. Das heißt, ich könnte theoretisch den Ausbau des Dorfes noch viel schneller vorantreiben und so ohnehin schon. Das ist echt eine gute Idee, weil wie viel habe ich denn jetzt? Platz zusätzlich 13 Einwohner, ja gut. Dann Wohnhaus, Gemeinschaftshaus. So, und ich hatte dann 1, 2 Plätze freigelassen, ne? So war das doch, oder? Ja. Ja, genau. Gut. Sehr, sehr gut. Könnte man jetzt noch 2 so normale Wohnhäuschen oder Dingshäuschen bauen? Dann müsste es das hier eigentlich sein, ne? Ofen, Ofen, Ofen. Ofen. So, wie sieht das denn mit Ofengebäuden aus? Nein, Brauereien, 2 von 3, die könnte man noch bauen. Schlitten, 29. Wie sind denn die Bäckereien? Hier. Mal da, Steinmal, 1 von 2, Rennfeuerofen, Schmied. Hä? Ich bin doch... Ist doof, wo sehe ich denn hier? Statuen? Im Ernst, ich bin gerade so doof, ich sehe es nicht. Da unten ist es doch. Ofen 4. Okay, das müsste dann reichen. Das müsste dann... 4 Öfen müssten dann ja reichen. Nehme ich mal an. Was wir aber noch machen können, ist den Ofen... umquartieren. Ich glaube, du machst da gerade was, ne? Kocht. Ach so, ja, sie kocht sich gerade was. Alles klar. Okay, dann... Warte mal, dann kannst du mir mal was... Produktion, und zwar den... Ich sehe ihn schon wieder nicht da. Ofen zur Produktion. So, dann wären die Öfen nämlich alle unten. Und sobald die Oma da jetzt fertig gegrillt hat, kann man den zur Wiederverwertung freigeben. Und an die Stelle, wenn es passt, vielleicht dieses andere Ausstatterding hin. Das wäre, glaube ich, gar nicht mehr so schlecht. So, wie sieht es mit 12? Okay, geil. 12 ist ganz gut. Guck mal, den Winter auch. Und in dem Winter müsste man jetzt... Müsste ich denn ja jetzt? Dann müsste ich ja jetzt eigentlich in dem Winter... viele neue Einwohner dazu kriegen. Zum einen. Und zum anderen. Vielleicht nach dem Winter noch diese Felder umquartieren. Oder irgendwie so. Ja, großartig viel Viehzeugs sehe ich jetzt hier nicht rumlaufen. Nüsse, Hülsenfrüchte, Beeren. Hülsenfrüchte haben wir noch eine ganze Menge. Was haben wir da? Bisschen Fleisch noch, okay. Aber die Leute, die hauen sich ja auch ganz gut das Brot rein, ne? Wie ich jetzt mir mal so denken kann. Hm,
So, Mehlanforderungen hier bitte auch wieder. Habe ich denn noch Holzscheite? Ja, habe ich. Sehr viele sogar. Das ist sehr, sehr gut eigentlich. Das ist sogar sehr, sehr gut. Oh Gott, die Getreidespeicher sind randvoll. Seht ihr das? Die Getreidespeicher sind randvoll. Bis zum geht nicht mehr. Ich glaube, ich werde das so machen. Das Transportmittel allgemein. Hier lagern. Und die Pflüge. Mal absichtlich draußen aufs Feld kommen, wenn die nachher fertig sind. So, ihr habt nur wenig Erntewerkzeuge. Ist gerade ein Stück egal, weil ihr müsst ja gar nichts ernten. Wie viel Bronze haben wir denn? 6 Stück noch. Dann bauen wir mal da und da was. So, 2 und 2 müsste soweit hinzukriegen sein. So. Hier soll noch eine Fütterung stattfinden. 48, 60 kann ich, 48 habe ich, das ist auch sehr schön. Eine ganze Menge gebaut und vorbereitet hier, Mann, Mann. Wie kriege ich das Haus dazu? 5. Das heißt, ich brauche für noch ein Wohnhaus, Gemeinschaftshaus. Für noch ein Gemeinschaftshaus kriege ich... Noch 5 sind 10, wären das 150 Einwohner. Wenn ich das hinkriege, das wäre natürlich mega. Das wäre natürlich mega. Hier hinten ist gar nichts mehr. Hier hinten ist gar nichts mehr. Gut. Wo lauft ihr denn da hinten hin? Ach, ihr lauft mit den Flügen hier zu diesem Feld hin. Das ist ja eine lustige Idee. Na gut, dann mach mal. Ne? Linsen gibt's hier. Lecker. Linsen sind hier lecker. Aber ich könnte eigentlich das hier... Was geht denn hier ab? Erstmal 5-mal Erbsen. Nee. 2-mal 5 sind 10 Erbsen. Und hier sind... 10 Erbsen und 10 Wicklinsen. 10 Erbsen, 10 Wicklinsen. Krieg ich das hier auch hin? Da haben wir 4 sind 12 Erbsen. So. Klatsch. Dann kann man im nächsten Jahr dieses eine Feld wegmachen. Sogar ein bisschen mehr, was Erbsen angeht, als ich eigentlich bräuchte. Und Wicklinsen auf der anderen Seite, was auch sehr schön ist. So, 38% Belastung. Naja, das geht ja eigentlich. Also. Das geht ja eigentlich, das fand ich jetzt eigentlich nicht so schlimm. 42%, ja gut. Man will es ja nicht überfordern, man will sie ja nicht überfordern, also die Dorfbewohner, so. Besonders nicht im Winter, wenn man allen möglichen Scheiß macht, aber ich glaube, hier kann ich jetzt mal ein bisschen reinhauen, weil im Winter ist ja nicht... besonders viel zu tun sonst, ne? Außer dass man was bauen kann oder umbauen kann. Ausbau, Umbau, wie auch immer. Also da eignet sich ja der Winter eigentlich perfekt zu. So, das auch mal alles abbauen. So, wird das hier abgebaut? Ja, das wird hier alles abgebaut. Das ist wunderschön. So, und weil ich ja herausgefunden habe, dass man das hier weitermachen kann, dann kann ich das eigentlich so weiterbauen. So, ne? So. Bis, ich glaube, bis hier, ne? Fluchtend bis hierher. Ja, ich glaube ja.
So, und dann könnt ihr das nämlich alles mal... Nee, warte mal. So. Zeig mir mal. Dann könnt ihr die nämlich alle... Ach, ich kann nur so viel anklicken gleichzeitig. Okay, dann mach mir das mal wichtig. Und dann mach mir das restliche Zeug. Na, Mann. Wie man das mal richtig ausgerichtet kriegt, ja so, damit ich das mal anklicken kann, so rum, genau. Auf hohe Priorität, bitte. Klatsch. So. Ja, wunderschön. Dann versetzen wir mal die Mauer nach da vorne. Hat man endlich wieder Platz. Jawohl. Was auch ganz gut ist, weil dann könnte ich vielleicht eines von den Lagerhäusern vorholen. Zum Beispiel die Lagerhütte abreißen und ein Lagerhaus dafür hinten hinstellen oder irgendwie sowas. Wäre vielleicht eine ganz gute Idee, ne? Weil mir das gerade so den Eindruck macht, als wenn das Lager von der äußersten Stadtgrenze hier vorne dann doch ein bisschen weit weg wäre. Also die müssen echt schon ein Stück laufen. Ist ja auch nicht das Beste, so. Was wird jetzt hier gemacht? Ihr fangt direkt an zu bauen, ne? Genau, 26 Steine. Hier werden, die Steine werden hier abgebaut und drüben direkt wieder hingebaut. Das ist sehr, sehr geil. Steine schleppen fürs Volk. Yes. Ihr wisst schon, dass ihr die alle hättet auf diesen Karren laden können, ne? Weil der Karren echt groß ist. Also, das weiß ich nicht. Ich finde, die KI nutzt diese ganzen Karren noch nicht so ganz. Das hätte mal so sein... Also, das hätte tatsächlich mal so sein können, dass das vielleicht mal ein bisschen schlauer hinkriegen irgendwie. So. Ja, komm, dann mach mal hin. Schneller! Schneller! Frrt. Dann baut sich hier unsere Mauer auf. Sehr schön. Der Händler ist angekommen. Was hast du für Zeug am Start? Du hast Kohle am Start. Ich finde dich toll. Was finde ich denn noch? Du hast außerdem auch Schilde am Start. Ich finde dich auch toll. Und du hast Eisenerz am Start. Ich finde dich auch toll. So, das heißt, den Scheiß, der kann dann weg. Die Knochen, die braucht man ja sowieso nie wieder im Leben. Und dann, was könnte man sonst noch bauen? Getrocknete Haut. Ich das. So. Das Leder kann mal eine Weile lang weg. Dann 105 zu 102. So. Alles klar. Dann hätte man das auch. Weil den Wollstoff, den kriege ich ja in absehbarer Zeit richtig gut rein. Also alleine was Viechers angeht, kann man sagen, 15 Schafe als Limit ist perfekt. Also kommt man gut mit klar. Man verbraucht keine unendliche Wolle dabei. Reicht. Am Anfang braucht man noch Ziegen, ein bisschen für Ziegenmilch und Fleisch so ein bisschen, aber wenn man dann irgendwann die Wirtschaft stark genug hat, dass man auf großes Vieh umsatteln kann, dann braucht man die Ziegen eigentlich auch nicht mehr. Und Schweine hatte ich, glaube ich, noch nie irgendwie. Also ich weiß, dass ich keine großen Schweine habe. Vielleicht mal ein, zwei fürs Achievement oder so. Oder für den Erfolg oder so, aber ansonsten nie gehabt. Esel weiß ich, dass ich eine Eselzucht hat mal. Das weiß ich noch. Hm. Aber am Ende braucht man eigentlich nur Pferde und Milchvieh und ein paar Schafe, um immer genug Wolle für Kleidung dabei zu haben. Also diese drei, würde ich sagen, braucht man auf Dauer. Und der Rest kann man eigentlich nur, wenn man gerade Probleme hat oder so. Mhm. Ja, feiern sie da hinten. Ja. Aussichtsturm. Du
Du recycelst mir den Aussichtsturm bitte, dafür baut ihr mir ein Defensivbollwerk und zwar. Den. Yes. So, und hier vorne kommt gleich auch noch was hin. Das habe ich aber noch nicht auf dem Start. Kann ich denn diesen Turm irgendwie noch verlegen? Ich glaube, ich habe genug Eisen. Ich werde das auf, dann entfernen wir mal diese Pflanze hier. Weil, wenn ich die eine Pflanze entferne, dann müsste ich ja theoretisch, genau, da kann ich nämlich hier den. So. Ist leider so, dass ich das ein bisschen abreißen muss, alles. So, diese ganzen Dinger hier hinten. Aber da kommt jetzt das Bollwerk hin. Und das Bollwerk ist wichtig. Wie wir wissen. So. Reiß mir den mal ab, bitte. Rückbau. Mensch der Siedlung beigetreten mal 4. Es wird immer schneller und schneller alles. Richtig geil. So. Der Ofen da vorne ist weg. Den hat man jetzt, der sollte ja weg. Dafür kann er jetzt einen Ausstatter hin. Ausstatter, du. Genau. Dafür kann hier ein Ausstatter hin. Steht der auch richtig, der Ausstatter? Dann können die nämlich im Zweifelsfall per Ausstatter doppelt so schnell diese Wolloutfits machen. Weil schneller die Outfits zu machen ist im Zweifelsfall schon ziemlich wichtig. Schwanger 8, okay. Habe ich gerade eben tatsächlich schon Nachwuchs gekriegt. Jo, du und du. Verwerte wieder. Jetzt. Hölzerne Plattform, Zustand 200. Wie viel haben denn die stabilen nochmal? Hölzerne Plattform, hölzerne Plattform. Hölzerne Plattform. Verstärkte Plattform, die hat 400. Die hat das Doppelte. Okay. Das war, glaube ich, gar nicht mal so eine schlechte Idee, ne? Dann. Das ist dann ja, glaube ich, gar nicht mehr so eine schlechte Idee. Dann bauen wir mal direkt. So, dann bauen wir mal direkt hier das neue Verteidigungsbollwerk hin. Jawohl. Das wird ein sehr wichtiger Winter. Oder war ein sehr wichtiger Winter, sagen wir mal so. Hier wird noch alles Mögliche abgebaut. Ding, 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 ding. Ihr habt gar nichts im Inventar, ne? Was baut ihr denn da zurück? Ich hoffe, ihr macht das richtig da. Ich kontrolliere das. Na ja. Ja, was haben wir denn hier? Hack die mal bitte um. Dann die. Und die. Und die. Einfach mal so, weil es geht. Damit uns nicht das Holz ausgeht. Weil das Holz ist jetzt gerade von 26 runter auf 5. Ist schon ein bisschen, also, ging schon ein bisschen runter. So. Wieder Schmelzaufträge für Eisen. Sehr schön. Auf was stehen denn die Limits? Nee. Ich will die Limits. Wo sind die Limits denn nochmal? War das 5? Nee. Da waren die Limits. 4. F4. So.
die Limits für 100... Ah, auf 100% der Erwachsenen eingestellt momentan befinden. Es befinden sich momentan 98 Erwachsene in deiner Siedlung. Da beträgt das Limit schlussendlich 98 Einheiten. 97 Einheiten, wie man gerade gehört hat. Okay, 100, 98 Einheiten. Also da habe ich, glaube ich, noch eine ganze Menge vor mir, wenn ich das, 135, 18, also wenn man das herstellen will, also auf Automatik stelle ich das jetzt noch nicht. Sondern pump einfach mal hier zwei nach, da zwei nach. Weil er sonst die Schmelzen nämlich überlastet. Vollständig, wenn die Schmelze dann nur noch am Rotieren sind, dann habe ich gleich keine Kohle mehr. Und durch die, dadurch, dass ich keine Kohle mehr habe, versuchen die natürlich Kohle nachzulegen, was sie auch machen müssen. Und dann habe ich kein Holz mehr. Und dann muss ich viel zu schnell Holz hacken gehen. Das heißt, man kann das am besten etwas langsamer angehen. Weil 40 von 100 ist jetzt nicht besonders viel. Okay, mit den 10, 50 von 100. Nicht besonders viel. Und ich gehe davon aus, dass die nächsten... das hat funktioniert. Guck mal, die ganzen Flüge, die stehen alle hier an. Weil die ganzen Räuberbanden, die werden wahrscheinlich stark bewaffnet und gerüstet sein. Ja, Karl. Ja. Komm. Gönn dir mal. So, so. Ja, ja, ja. Okay, also die Öfen werden alle benutzt auch. Das ist sehr schön. Das ist sogar sehr schön. So, heute ist das Stück ein Schaf. Für ein bisschen Fleisch zwischendurch. So, was bist du? Du bist ein Hirsch. Gleich gewesen. Dankeschön. So. Wo ist denn nochmal Arbeitsgebiet? Tanninsammeln. Ist hier. Okay. Arbeitsgebiet 2 Tanninsammeln ist hier, ja. Arbeitsgebiet 3 Tanninsammeln ist da. Und Arbeitsgebiet 4 Tannin. Ich habe viel Tanningebiete, merke ich gerade. Das macht aber auch gar nichts, weil Tannin habe ich auf. Limit ist auf 30 Einheiten gestellt. Das ist ein bisschen wenig. Erhöhe mir das mal bitte auf 40. Weil ich brauche schon ein Stück Leder mal hin und wieder. Sei es für Karren, für Werkzeuge, für sonst irgendwas. Also man verbraucht schon ein bisschen Leder mal hin und wieder. Und das ist mir dann ein Stück weit zu gefährlich, nur so wenig Tannin zu haben. Dann kann ich im Zweifelsfall noch ein bisschen Leder nachdrucken während des Jahres. Oder auf das Jahr hin verteilt. Ja. So. Es wird immer noch nicht vernünftig Bier gebraut. Ich habe nur noch eine Kanne Bier und nichts wird nachgebraut. Das ist ein bisschen skandalös gerade. Aber auch nur ein bisschen. Obwohl, ja genau. Wir sind natürlich erst dabei, hier alles zu beflügen. Und die Flüge sind schon direkt dabei. Oh, das war eine so gute Idee, die Flüge an einen Transportgatter auszuquartieren, dass die nur noch draußen auf den Feldern gelagert werden. Das macht das Ganze ja viel schneller, merke ich gerade, weil die ja sofort am Start sind hier. Es ist ja wundergeil. Vielleicht kriege ich da noch ein weiteres Gatter daneben. Kriege ich da noch ein Gatter daneben? Warte mal. Transportposten. Klatsch, klatsch, klatsch. Hier scheppert der Blöde. Hier scheppert der blöde Sturm so rein gerade. Das gefällt mir jetzt nicht so wirklich. Bödenbomben, die ist ein bisschen im Weg, ne? Oder? Der ist ein bisschen im Weg. Ich meine, ich habe hier eine Menge Sinn für Humor, aber du bist mir ein bisschen im Weg. So. Ja. Wie sieht das denn hier aus? Die haben das tatsächlich bestellt und die Erbsen kommen auch mit. Schön. Schön, 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 schön. Was bist du? Du bist ein kleiner Baum.
Was auch vollkommen legitim ist. Habe ich hier irgendwo in... Ne, hier ist nur ein Erntegebiet. Pass mal auf, dann hau mir mal den um. Du bist eine kleine Buche und du bist eine... Du bist eine große Buche, das ist schön. Dann hau mir die große Buche auch mal um. Kann das sein, dass Bäume, wenn man sie länger stehen lässt, weil das ist eine Buche und das ist eine Buche. Die beide werden als normale Buche und nicht mal als junger Baum angezeigt. Kann das sein, dass die Bäume, wenn man sie länger stehen lässt, auch richtig hochwachsen und dann hoffentlich, in Klammern hoffentlich, auch deutlich mehr Holz abgeben, dass nachhaltige Forstwirtschaft sich auch tatsächlich rentiert dann so. Hier ist noch ein junger Baum, da ist noch ein junger Baum. Hier hinten ist nachwachsendes Waldgebiet, das ist wunderbar. Dann kann ich auf der anderen Insel, auf meiner Hauptinsel, sage ich schon, auf meinem Hauptteilstück da drüben, also hier quasi, hier hinten kann ich dann in Ruhe expandieren, wenn man da noch irgendwas zu expandieren hat, meine ich. Das ist ja richtig geil. So, ja, es kann sein, dass ich die Musik noch etwas weiter abgedreht habe, weil mir die gerade in der Testaufnahme so komisch entgegenplärrte. Und da habe ich mir dann spontan entschlossen, drehst du die mal lieber ein bisschen ab. Bevor man mich nicht mehr versteht, meine ich. So. Was mit den Soundeinstellungen ist immer wieder ein doofes Problem. Also, will nicht. So, ja, da wird doch zum Beispiel die verstärkte Plattform. Wundergeil. Da ist noch eine verstärkte Plattform. Dann könnte ich da noch einen verstärkten Turm setzen. Dahinter noch einen verstärkten Turm oder irgendwie sowas. Warte, oder warte mal, kann ich den Turm hier hin aufsetzen? Nee, kann ich ihn da hinsetzen? Ja, kann ich theoretisch. Könnte ich theoretisch. Dann hätte ich hier an dieser Stelle richtig viele Bogenschützen tatsächlich. Im Zweifelsfall. Die Türme in die zweite Reihe setzen. Und vorne ein Holzpodest. Weil die Türme müssten ja theoretisch trotzdem die feindliche Armee binden in irgendeiner Weise. Oder? Oder tun sie es danach nicht mehr? Das weiß ich gar nicht. Hier, freust du dich, ne? Genau. So, jetzt ist diese ganze... Oh, das sieht komplett anders aus jetzt. Also wenn ich mich dran erinnere, wo hier der ganze Wald war, wir ganz am Anfang angefangen haben, mit drei Hütten und uns mit Berglöwen gekloppt haben und jetzt hier Riesenzivilisation, mega Großstadt. Bennymarkt am Juve fehlt noch, aber ansonsten sieht das schon sehr Stadt nach der Stadt im Neandertal aus, die ich meine. Schön, ich könnte den ganzen Tag irgendwie nur so hier gucken und zusehen einfach, was hier alles passiert und was hier, wer hier wann wohin geht und all sowas. Das ist echt faszinierend, okay? Fischreuse Angel. Warte mal, bau mir mal bitte. Das ist Leinen und ein Stöckchen, ne? Das sind zwei Leinen und ein Stöckchen. Machen wir mal ein Leinen und ein Stöckchen, mal so ein paar Angeln nochmal. Einfach mal nur so, weil es geht. Hier, das sind Steinzeithandwerk ist das hier und das ist hier schon richtig fortgeschritten. Ich glaube, von diesen alten Dingern braucht man gar nichts mehr. Ich mache ja sonst hier alles nur noch mit diesen neuen, tollen Sachen hier. So, was haben wir jetzt? Vier Kettenrüstung 44, genau. So, wie sieht das jetzt mit
Ja, mit Eisen aus. Es wird Eisen geschmolzen, sogar eine ganze Menge. Fängt langsam wieder an, alles. Sehr gut, die Wicklinsen blühen, oh, wie schön. Jo, wie viel... Ah ja, Kapazität 150. Kapazität 150. Ich möchte ja... auf 150 hinaus. Und tatsächlich auch darüber hinaus, wenn es geht. So, das werde ich wahrscheinlich dann nicht mehr im Let's Play machen, sondern privat und an das Let's Play dieses dann anhängen. In irgendeiner Weise. Weil es ja hier irgendwo noch das Achievement gibt, beziehungsweise den Steam-Erfolg, erreiche 200 Leute mit einer Siedlung. Werde ich sehr gerne tun. Beziehungsweise werde ich sehr gerne versuchen. So. So, aber erstmal glaube ich... Was haben wir denn hier? Ach, ihr geht auf die Jagd nach diesem Ding. Komm, ihr seid zu zweit, das Ding ist allein, das müsst ihr aber jetzt schaffen. Nee, schaffen sie nicht. Das Vieh läuft ja viel zu schnell. Der Hund hat das jetzt gerade auch nicht so drauf. Ich wünschte, ich könnte die Hunde selber steuern, ne? Es ist so dringend, den Hund selber zu steuern. Ja, jetzt hat es verloren. Jetzt hat er verloren. Was ist das? Ferales Pferd? Junges Männchen? Nein, 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 nein. Was ist das nicht? Schlachte das Vieh ab. Danke, das reicht. So. Zerleg mir den Hirsch. Und sobald das Vieh jetzt umgekippt ist, so genau, zerlegst mir bitte auch dieses Pferd hier. So. Schlachten bitte. Genau. Ferales Pferd. Wissen plus eins. Ferales Pferd? Ich hatte noch gar nicht so viele ferale Pferde. Okay. Okay. Eisen. Gib mir das Eisen, weil das wird sehr viel Spaß. Und Kommission hoch. Warte mal. Ich will nicht so viel einkaufen bei dir, weil du nämlich teuer bist. Mein Freund. Weil du nämlich teuer bist. So. Hier, mehr als das Eisen kaufe ich nicht bei dir. Weil das ist mir sonst ein Stück zu teuer. Das tut mir traurig, aber das ist so. So, hier wird auch noch Eisen nachgeschmolzen. Das ist sehr, sehr gut, weil ich ja gerade Eisen in Auftrag gegeben hatte. Hier ein paar Rüstungsgegenstände in Auftrag gegeben hatte und die neuen Verteidigungsanlagen, die verschlingen ja auch Eisen ein wenig. Ruhm 2 sogar. Wie könnte ich ja eigentlich dieses Ding Rückbau, dieses Ding Rückbau, ne? So, weil die brauchen man, also die braucht man dann ja jetzt nicht so unbedingt dringend, ne? Tja, was man dann aber noch machen kann, wäre ein paar Knarren. Weil wenn ich jetzt so viele Leute dazu kriege, dann möchte ich die natürlich auch bewaffnen. Wenn es geht, ne? So, wie sieht das mit Schwertern aus? Die können, da könnte man eigentlich auch noch ein paar nachmachen. Einfach so, weil es geht. Jagen, kämpfen. Dann pumpe ich nochmal 4 so Schwerter nach, einfach weil es gerade funktioniert. So, dann soll sich die Großindustrie, sage ich immer schon, die hier schweren Erzmeiler, oder wie man immer man das auch nennt. Kann sich da mal ein bisschen kümmern, dass hier mal alles ein bisschen an den Start kommt hier. So.
Die Fichte muss jetzt weichen. Die Buche muss auch weichen. Die Eiche, die muss erst recht weichen. Eichen müssen weichen, das ist immer so. So. Bronzesichel, Kompositbogen. Ja, 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 ja. Gut. Alles gut. Ist das echt schön. Ein ganz schöner Frühling. So, ich nehme jetzt noch einen kurzen Rundblick. Ich glaube nicht, dass irgendeine Räuberbande in der Nähe ist. Nicht im ersten Jahr nach dem Angriff. Das wäre ein bisschen sehr kurzfristig. Und vor allem nicht, nachdem ich so viele von denen abgeschlachtet habe. Also das ist ja... habe ja auch geringfügig ein paar davon ums Eck gebracht, ne? So. Die kann man mal jagen. Dann dich und dich, die kann man auch jagen. Das ist sehr schön. Alles, was rot oder orange ist, das kann man alles mal jagen. Das ist alles ganz okay. So, was haben wir hier? Ihr habt gerade den Baum weggehauen. Das ist sehr schön. Das hat man aber gemerkt, dass diese paar Bäume jetzt richtig was bringen hier. 16 Stück direkt. 16 Baumstämme oder Holzscheite oder wie auch immer. Sehr gut. Ja! Dann lasse ich das Ganze jetzt mal zu Ende laufen. Nämlich bis zum Anfang Sommer, so die Richtung. Und melde mich dann live aus dem Neandertal zurück. Wenn wir dann versuchen, weiterhin zu expandieren. Und die beste Steinzeitsiedlung aller Zeiten zu errichten. Bis denn. Ciao.